Hallo, heute ist Samstag, der 17. Juni 2017. Und obwohl das Thema Transidentität nach Ansicht einiger saugut informierter Leute praktisch überall zu sein scheint, ist es für die meisten Cis-Menschen immer noch so, dass sie keinen einzigen Transmenschen kennen, beziehungsweise wissen sie nichts davon. Und wenn sie dann tatsächlich mal einem Transmenschen über den Weg laufen, dann sind sie natürlich total neugierig und haben sofort alle möglichen Fragen. Fremdes weckt ja schließlich auch Neugierde. Ist doch eigentlich was Schönes. Da kommen dann so Fragen wie, wie hast du es geschafft, dass dir ein Bart wächst? Beziehungsweise bei den Transfrauen, wie hast du es geschafft, dass dir Brüste wachsen? Oder kannst du jetzt eigentlich auch Kinder zeugen, beziehungsweise Kinder gebären bei den Transfrauen? Das sind so Fragen, naja, die sind ein bisschen hilflos. Das merkt man ihnen an, aber grundsätzlich putzig. Und die werden schon beantwortet, beziehungsweise da werden ein paar Missverständnisse aus der Welt geschafft, schätze ich mal. Aber das kann auch mal ganz schnell passieren, dass der Enthusiasmus der Fragestellenden so intensiv wird, dass die befragten Transpersonen ihr Heil in der Flucht suchen und dann hinterher ziemlich traurig darüber sind, dass da jemand offenbar sehr unsensibel mit ihnen umgegangen ist. Ja, also was jetzt? Soll ich jetzt fragen oder besser nicht? Ich meine, es ist ja eigentlich im Sinne der Trans-Community, wenn es möglichst viele Menschen gibt, also möglichst viele Cis-Menschen gibt, für die Trans nicht nur so ein schräger Fetisch aus der Unterwelt ist, sondern die selbst damit schon mal in Berührung gekommen sind und die aus eigener Erfahrung sagen können, ja, das sind ganz normale Menschen, mit denen habe ich schon mal geredet, die sind auch größtenteils total nett. So etwas, das wäre doch eigentlich wünschenswert. Deswegen mache ich heute hier in diesem Video mal einen Versuch, ein paar Kreuze auf das böse Minenfeld der Fragen, die man so an Transmenschen stellen kann, zu markieren. Das heißt, ich stelle ein paar Fragen hier vor, die so oft an Transmenschen gerichtet werden und erkläre, ob bzw. warum sie problematisch sind. Fangen wir gleich mal mit der ersten Frage an, nämlich, wie hieß du früher? Beziehungsweise auch in der Variante, wie ist dein richtiger Name? Vergiss diese Frage. Ernsthaft, ich kenne keinen einzigen Transmenschen, der jemanden diese Frage beantworten würde. Ich meine, wenn du diese Frage so formulierst, wie ist dein anderer Name oder dein richtiger Name, dann hast du ja offenbar schon einen Namen, mit dem du diesen Transmenschen anreden kannst. Nämlich genau der Name, mit dem dir diese Person vorgestellt wurde oder sich die Person bei dir selbst vorgestellt hat. Und Namen sind ja dazu da, damit wir andere Menschen konkret adressieren können, damit wir nicht sagen müssen, hey, du Typ mit dem blauen Shirt und der geschmacklosen Hornbrille, kannst du mal bitte häufiger an die Kamera gucken? So etwas in der Art. Ich finde übrigens, dass meine Brille gar nicht so geschmacklos aussieht. Aber egal, so etwas dafür sind Namen da. Und wenn du schon einen Namen für die Person hast, dann hast du ja alles, um die Person anzureden. Also warum jetzt noch nach einem weiteren Namen fragen? Der einzige Grund könnte ja sein, dass du, oder der einzige Grund ist eigentlich, dass du irgendetwas aus dem früheren Leben dieser Transperson erfahren möchtest, um dann dieses frühere Ich vor deinem inneren Auge aufleben zu lassen. Was meinst du, wie angenehm das ist für einen Transmenschen, wenn sie in deinem Kopf wieder rückwärts transitionieren? Das ist nicht sehr schön. Falls du allerdings nach dem früheren Namen gefragt haben solltest, nur um für den Rest des Tages ausschließlich nur noch diesen Namen und vielleicht auch noch die alten Pronomen benutzen zu wollen, dann streich dich einfach jetzt schon mal von der Liste der Menschen, mit denen diese Transperson für den Rest ihres Lebens nochmal etwas zu tun haben möchte, weil einen größeren Ausdruck von Nichtrespekt gibt es praktisch nicht. Nächste Frage. Kannst du mir dabei helfen, die Frauen zu verstehen? Immerhin warst du selbst mal eine. Tja nun, der Ursprung dieser Frage sind gleich drei Missverständnisse. Erstes Missverständnis, dass ich mal eine Frau war, nur weil ich wie eine ausgesehen habe. Zweites Missverständnis, dass alle Frauen auf irgendeine universelle Art und Weise ticken, die nur andere Menschen verstehen können, die genetisch mit ihnen verbunden sind. Und dritte Annahme, dass ich schon jemals alle Frauen verstanden habe. Also wer sowas fragt, der macht es sich etwas zu einfach. Man sollte schon die Geduld mitbringen, jeden Menschen, ja, auch Frauen, ganz individuell kennenzulernen. Und wer nach einer ultimativen, universellen Formel zum Frauenverständnis sucht,
naja, der wird nicht nur bei Transkreisen auf ziemliches Gelächter stoßen, das kann ich euch schon mal sagen. Nächste Frage: Lebst du jetzt mit Frauen zusammen, beziehungsweise für Transfrauen, lebst du jetzt mit Männern zusammen? Ja, das ist ein häufig gezogener Rückschluss, dass Transmenschen immer nur in heterosexuelle Partnerverhältnisse hineintransitionieren. Tatsächlich können Transmenschen aber wie alle anderen Menschen auch homosexuell, bi, pan, asexuell und was weiß ich nicht noch alles sein. Es kann tatsächlich passieren, dass Transmenschen im Laufe der Transition ihre sexuelle Präferenz verändern, aber das ist beileibe nicht die Regel. Das kommt sehr selten vor. An homosexuelle Transmenschen wird dann auch manchmal auch die Frage gestellt, wäre es jetzt nicht einfacher gewesen, wenn du eine Frau geblieben wärst, wenn du doch eh auf Männer stehst? Ja, ne? Naja, wie gesagt, das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist die sexuelle Präferenz und das andere ist, womit du dich identifizierst. Die haben nichts miteinander zu tun. Nächste Frage: Wie kommst du an Beziehungspartner oder an Datingpartner? Ha. Naja, eigentlich recht unspektakulär, so wie jeder andere Mensch auch. Die Frage zielt vielmehr darauf ab, ja, haben wir denn überhaupt Chancen auf Beziehungspartner und wie machen wir das mit dem Outing? Also wann sagen wir den Leuten, dass wir trans sind und sowas? Also die Sache mit dem Outing, das ist eine Sache, die kann euch tatsächlich nur jeder Transmensch individuell erzählen. Das ist auch eine berechtigte Frage. Was allerdings so die Chancen auf dem Markt angeht, kann ich euch beruhigen. Also falls jetzt jemand Angst hat, dass er für den Rest des Lebens alleine sein muss, nein, das ist nicht der Fall. Es gibt, die Geschmäcker sind so unterschiedlich. Natürlich gibt es auch Menschen, die Transmenschen total attraktiv und interessant finden. Auch Transmenschen, die überhaupt gar nicht operiert sind, by the way. Ja? Also für alles gibt es Liebhaber. Auch wenn zugegebenermaßen der Pool an Menschen, für die wir interessant sind, natürlich etwas kleiner ist als der für Cis-Menschen. So, nächste Frage. Ja, auf welches Klo gehst du denn, beziehungsweise in welche Umkleidekabine? Die Standardfrage. Ja, die Frage ergibt aber für binär identifizierte Transmenschen schlicht und ergreifend keinen Sinn, weil die identifizieren sich als Mann bzw. als Frau. Und auf welches Klo geht ein Mann bzw. eine Frau? Eben, ergibt keinen Sinn. Die Frage ergibt höchstens Sinn für Leute, die sich eben nicht binär identifizieren, die sich also eben gerade nicht als Frau oder als Mann identifizieren, sondern als beides oder gar nichts oder irgendwo dazwischen oder aber irgendwas ganz anderes. Für die ist diese Frage tatsächlich einigermaßen sinnvoll, obwohl ich mir ehrlich gesagt noch nicht zusammenreimen kann, warum es irgendjemanden interessieren sollte, auf welches Klo ich gehe, aber jeder, was er so interessant findet. Gut, nächste Frage. Ja, hattest du schon die OP? Also, das ist eine Frage, da kommt es sehr, sehr stark auf den Kontext an. Also, wie stehst du zu der Transperson? Wie nahe steht ihr euch vor allem auch? Also steht ihr euch sehr nahe? Vielleicht sogar kennst du die Person vielleicht schon vor dem Outing? Oder hast du vielleicht auch vor, mit ihr sexuell irgendwie intim zu werden? Dann ist es natürlich eine Frage, die berechtigt ist und in dem Falle ja raus mit der Frage. Okay, aber formuliere sie vielleicht besser in, wurdest du schon operiert oder sowas? Weil wenn du fragst, hattest du schon die OP, dann ist klar, es gibt nicht nur die eine Operation, sondern es gibt einen ganzen Sack voller Operationen für Transfrauen wie für Transmänner. Und jeder Transmensch kann zwischen gar keiner dieser möglichen Operationen und allen jede Möglichkeit haben. Und auch jede mögliche Kombination, also fast jede Kombination. So, falls du aber eben gar nicht vorhast, die Person, also mit dieser Person sexuell irgendetwas anzufangen, und ihr euch auch nicht besonders nahe steht, dann ist dir vielleicht nicht ganz klar, dass du dich hier gerade über Vorhandensein und Erscheinungsbild von primären und sekundären Geschlechtsorganen tralalala, was erkundigst. Die meisten Cis-Menschen, die ich kenne, geben nicht gerne und viel fremden Menschen Auskunft über ihre Geschlechtsorgane. Das gehört so ein bisschen zur Privatsphäre und ein jeder Mensch hat diese Privatsphäre, weil das zu so einem Grundrespekt gehört, den wir Menschen zollen. Also nur weil wir vielleicht deine Neugierde herausfordern, heißt es nicht, dass wir diese Neugierde auch vollends befriedigen und dafür unsere Privatsphäre aufgeben müssen. Daher kannst du dir diese Frage an so einer Stelle vielleicht lieber schenken. Nächste Frage: Wie hast du Sex?
Das ist wieder so eine, das ist sozusagen die verschärfte Fragevariante von der Frage davor. Und abgesehen davon, dass das wieder dasselbe gilt wie davor, kommt darauf an, wie ihr im Verhältnis zueinander steht. Abgesehen davon ist das so eine Frage, die stellst du nicht jedem Menschen, oder? Wie hast du Sex? Ich meine, bei den meisten Menschen ist das jetzt nicht so eine Standardfrage. Wenn du sie jetzt nur bei einem Transmenschen stellst, dann offenbarst du hier unfreiwillig von dir selbst, dass Sex für dich anscheinend etwas ist, was immer irgendetwas mit Geschlechtsorganen zu tun haben muss. Das nur so am Rande erwähnt, was man so unfreiwillig über sich preisgibt durch die Art der eigenen Fragestellung. Und eben, wie gesagt, es gilt auch hier, wenn du dieser Person nicht wirklich nahe stehst, dann kneift dir diese Frage einfach, weil sie eben wieder in die Privatsphäre eindringt. Und hier kommt sogar noch der Creep-Faktor dazu, weil wenn eine fremde Person mich so etwas fragt, dann habe ich den dringenden Verdacht, dass ich in dem Kopf dieser Person gerade ein großes Kopfkino auslöse mit mir als einem der Hauptakteure. Und das ist kein schönes Gefühl. Nächste Frage. Kann ich mal deinen Schwanz oder deine Muschi oder deine Brust oder whatever sehen? Diese Frage hat maximal eine Chance beantwortet zu werden, wenn sie aus den Mündern von engen Freunden, Familienmitgliedern, natürlich Beziehungspartnern oder vielleicht anderen Transpersonen kommt. Und selbst diesen aufgezählten Menschen würde ich mal lieber empfehlen, fragt nicht aktiv danach, sondern lass dem Menschen die Freiheit, es dir selbst anzubieten, wenn er es möchte. Ich habe selbst schon mal so eine Situation erlebt beim Stammtisch. Dann kam ein für uns völlig fremder Transmann daher und hat so Spielzeug verkauft, also Päcker und STPs, mit der Begründung, O-Ton, weil ich die nicht mehr brauche. Da war uns natürlich allen klar, was das heißt. Und da auch in FTM-Kreisen ein Mensch mit Penoidaufbau eben jetzt keine Alltäglichkeit ist, kam da sofort einer her und fragte, ja, wo hast du das machen lassen und bist du mit dem Ergebnis zufrieden und alles. Und ich sah ihm an, er hat die Fragen zwar beantwortet, aber er fühlte sich enorm unwohl dabei. Er hatte eigentlich überhaupt nicht vor, seine OP-Ergebnisse zu bequatschen oder darüber zu reden. Er ist einfach nur hergekommen, weil er Spielzeug verkaufen wollte. Und ja, das ist so eine Sache. Deswegen würde ich plädieren, dass niemand Menschen aktiv danach fragt, sondern wenn sie sich wirklich wohl damit fühlen und es dir selbst anbieten, dann kannst du das Angebot natürlich annehmen. Manchmal ergibt es sich einfach im Gespräch, so gerade wenn Transmenschen unter sich sind, dass da jemand vielleicht gerade vorhat, sich über irgendeine Operation oder irgendeine Maßnahme zu informieren und jemand anderes hat das schon und dann sagt der eine, ja Mensch, willst du es dir vielleicht mal anschauen? Und dann zieht man sich mal kurz ins Klo zurück oder da wird das Handy gezückt und ein paar Fotos herausgekramt. Das geht, ist alles kein Ding. Aber zur Sicherheit, ich würde lieber warten, bis der Transmensch mir das Angebot macht, weil wenn ich nachfrage, habe ich sonst die Angst, dass ich denjenigen so dazu, naja, dazu überrede, es zu machen, weil er sich dann mehr verpflichtet fühlt aus Höflichkeit oder vielleicht auch aus Hilfsbereitschaft, mir dann seine Sachen zu zeigen. Ja, ich weiß, es klingt so nach höherer Mathematik. Wie soll ich es denn nun machen? Ist Fragestellen nur okay oder soll ich lieber noch nicht fragen? Und wenn ich jetzt nicht frage, wird es mir dann vielleicht auch noch als Ignoranz ausgelegt. Habe ich überhaupt irgendeine Chance, es richtig zu machen? Und ich würde sagen, also, es mag vielleicht kompliziert erscheinen auf den ersten Blick, aber du kannst es dir mit zwei einfachen Gedanken, die du im Hinterkopf behältst, recht einfach machen. Der erste Gedanke, den du dir merkst, ist, halte dir vor Augen, dass du mit Menschen kommunizierst. Ja, es klingt selbstverständlich, ja. Alle Menschen verdienen einen gewissen Grundrespekt, den du ihnen entgegenbringst und so haben eben auch Transmenschen diesen Grundrespekt verdient. In erster Linie sind wir eben keine Kuriositäten aus dem Zoo, die du nach Belieben begaffen und aus denen du beliebig intime Informationen herausquetschen kannst, sondern naja, die in erster Linie Menschen sind und die auch ein gewisses Maß an Intimsphäre und Privatsphäre verdient haben. Und die zweite Sache ist, die du dir im Hinterkopf behältst, welche Informationen möchtest du mit dem Stellen einer bestimmten Frage bekommen? Also wenn du eine Frage im Hinterkopf hast, dann dient diese Frage dazu, den Menschen, also die Transperson selber besser kennenzulernen oder vielleicht auch ein bisschen etwas über Transidentität zu lernen, oder dient es nur deiner Sensationslust?
Im Zweifelsfalle, wenn du nicht genau weißt, was von beiden jetzt hier der Fall ist, zeugt es auch von enormem Respekt, wenn du einfach die Karten auf den Tisch legst, deinen Gesprächspartner vorwarnst und nicht einfach mit intimsten Fragen über ihn herfällst. Zum Beispiel, indem du sowas sagst wie: Hey, ich habe bisher noch nie einen Transmenschen getroffen und bin deswegen furchtbar neugierig. Ist es okay, wenn ich dir ein paar Fragen dazu stelle? Sowas in der Art. Damit ist der Mensch erstmal vorgewarnt, okay, ich habe es hier mit einem Newbie zu tun, jetzt wird bestimmt gleich wieder die Toilettenfrage kommen und du bietest diesem Menschen auch noch einen kleinen Rettungsweg an und lässt ihm sozusagen die Wahl. Wenn der Transmensch dann allerdings genau diesen Rettungsweg auch in Anspruch nimmt und es ablehnt, deine Fragen zu beantworten, dann sei bitte nicht sauer oder trotzig oder fang dann an, jetzt gerade die Fragen zu stellen, sondern akzeptiere es einfach als seinen freien Willen. Du weißt nicht, mit wem du es da zu tun hast, wie viele Male dieser Transmensch vielleicht schon das Fragen-Antwort-Spiel gespielt hat und vielleicht hat diese Person an diesem Abend gerade mal keine Lust, zum x-ten Mal immer wieder dieselben Sachen zu erklären. Manche sind auch einfach von Prinzip aus dagegen, allen Menschen Fragen zu beantworten, weil sie der Meinung sind, dass die Welt heutzutage schon mit Internet über alle Informationen verfügt. Du kannst sie dir auch selber heraussuchen, wenn du wirklich interessiert an der Thematik bist. Und andere Menschen, zu denen zähle ich mich jetzt auch mal, die sind da etwas entspannter und die beantworten auch gerne deine Fragen, bis zu einem gewissen Maße natürlich. Auch wenn vielleicht dein Gesprächspartner keine Lust hat, dir deine Fragen direkt zu beantworten, vielleicht ist der Mensch ja trotzdem so hilfsbereit und gibt dir ein paar Quellen, wo du dich informieren kannst, wenn du dich über die Thematik Transidentität wirklich informieren möchtest. Zum Beispiel dieser YouTube-Kanal. Hallo, willkommen, liebe Zuschauer, liebe Besucher, liebe Neulinge, die ihr vielleicht selber noch nicht mit dem Thema so viel zu tun hattet, aber neugierig darüber seid, willkommen auf diesem Kanal. Habt ihr vielleicht noch irgendwelche Fragen, die euch unter den Nägeln brennen und von denen ihr nicht wisst, ob das okay ist, sie einem Transmenschen zu stellen? Dann bitte schreibt sie doch in die Kommentare. Ich verspreche euch auch, dass ich nicht beleidigt sein werde. Und an meine transidenten Zuschauer: Was habt ihr noch so für kuriose Fragen erlebt, die euch gestellt wurden? Schreibt auch das gerne, da lese ich gern mal drüber und schmunzle oder verdrehe vielleicht mal die Augen mit. Und ja, ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Neugierige Grüße, euer Kater Schnutz. Mal sehen, ob ich irgendwann nochmal ein Video hinbekomme ohne Tonprobleme. Ich glaube es ja ehrlich gesagt nicht.